So, ja, willkommen zurück zum besten Minecraft-Projekt der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Jo, grüß euch. Oder vielleicht machen wir noch ein zweites Projekt, das wird dann vielleicht noch besser, aber. Ja, das wird es noch besser. Alter, ich habe ganz vergessen, dass man zwei Hände benutzen kann. Ah, wir müssen uns noch einen Schild machen. Stimmt, das brauchen wir noch. Also dafür brauchen wir noch Eisen. Gut, ein bisschen Eisen haben wir noch. Dann verzauber ich mal eben mein Eisenschwert. Sharpness 1. Warte mal, warte mal, warte mal. Hey, warum? Hast du schon? Ja. Okay, egal. Ich hätte ein Level sparen können vielleicht. Egal. Weil ich habe gerade nämlich Sharpness 2 Verzauberung da direkt drin. Dann Hä, aber ich. hätten wir ein Schwert weniger gebraucht. Egal. Ich verzauber jetzt dann Sharpness 2. Vielleicht können wir sogar Sharpness 3 gehen. Obwohl, ist das, lohnt sich das? Verstehe das irgendwie nicht ganz. Was? Da stand 5 und ich hatte 5 Level. Und jetzt habe ich noch 2. Ja, du. Also beim obersten verbrauchst du ein Level, beim zweiten zwei, beim untersten verbrauchst du 3 Level. Aber du brauchst halt eine bestimmte Anzahl Level. Cool, ich kann mir gerade für 2 Level Sharpness 2 holen oder für 3 Level Sharpness 1. Okay, hole ich mir direkt Sharpness 2 und jetzt gucke ich mal. Weißt du, wie man ein Schild macht? Das sollten wir jetzt erstmal machen. Vielleicht sechs Okay. Eisen nebeneinander platzieren. Nee, ich glaube, man braucht Holz dafür. Wir können doch mal hier gucken und vielleicht. Boah, wie heißt das? Ein Shield einfach? Rezeptbuch gibt's Ja, da, ne? Shield. Ja, okay. Wir brauchen nur. Das kann ich gerade machen. Genau, wir brauchen da. Wie sucht man denn hier? Ach so, warte. Ach, ich hab schon quasi. Okay, ein Schild. Ich mach dir gerade noch eins. Ah ja. Ein Warte, hier. Eisenbloß. Okay. Hier hast du eins. Nice, danke. Das können wir dann jetzt schon mal in zweiter Hand nehmen. Und dann können wir so schön blocken. Ich habe keine Ahnung, wie man damit richtig umgeht, aber das Schildbruder. wird schon. So, ich könnte jetzt. Ich habe jetzt noch 5 Level. Ich könnte jetzt eventuell noch ein Eisenschwert machen und gucken, ob ich nochmal Sharpness 1 kriege. Und damit könnte ich dann nämlich auf Sharpness 3 gehen. Okay. Ich probiere es mal aus. Ich meine, ein Probier's mal. Eisenschwert brauchen wir eh. Und wer funktioniert, aber das funktioniert nicht. Mal gucken. Probier's. Nee. Nee, okay, ich hab's gerade nicht. Ja, dann sind wir ausgerüstet, oder nicht? Jo. Warte, können wir das Schild verzaubern? Nee, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Guck mal nach. Nee, können wir nicht. Okay. Oder warte, wenn. Nee, können wir nicht. Okay. Das Ding ist nämlich auch, je länger wir warten, desto besser sind auch die anderen ausgerüstet. Ja. Also wenn wir am Anfang relativ schnell uns eine Rüstung zusammenbauen können, dann sollten wir auch relativ schnell los. So. Jo, ich wollte hier gerade noch mal Kartoffeln ab. Dann sortieren wir mal unser Inventar. Dann. Lassen die Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen, hier. Und gehen dann raus und bauen eine Falle. Wir Jo. brauchen noch TNT. Hast du TNT? Nö. Kann man eben Dann bauen wir das eins nochmal. machen. Und ich brate Schwarzpulver? gerade nochmal. Wo ist Schwarzpulver? Brate gerade nochmal ein bisschen Kartoffeln. Hä? Ach, da ist es. Wir brauchen Sand. Ich glaube, vier Sand Ja. und vier Schwarzpulver, oder? Wie ist das? Vier Sand, vier. Nee, warte. Eins, doch, vier Sand, fünf Schwarzpulver. Oh, da brauchen wir noch ein Schwarzpulver. Nee, wir haben noch genug. Hä? Ich habe noch 3. Ach so, na dann. Okay, es Also kann ja könnten sein, uns dass ich mal jetzt Feuerzeuge sterbe machen. hier oben. Nein, das war zu. Also, ist gerade Nacht. Nö. Sicher? Also, du weißt es ja nicht. Mist. Stimmt, weil es Also, immer hell Night ist, Vision ne? und so. Ja. Aber es sieht mir nach Tag aus. Okay. Die Sonne ist auf jeden Fall über mir. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ah! Ich habe sogar auf dem Schwert Sharpness 2 und Sweeping Edge. Was ist Sweeping Edge? Keine scharfe Klinge herringen, sowas, ich weiß es nicht. Das ist ja Sharpness. Wieso baue ich Erde ab? Oh, das Hühnchen ist erwachsen. Ich kill es mal, okay? Kriege ich den X-Ray? Ja, wahrscheinlich. Dann haben wir jetzt noch ein Hühnchen. Dann brate ich es auch mal. Oder auch nicht. Okay.
Ich habe Sand. Was hast du? Ich habe noch einen Schwarzpulver. Also noch drei, bitteschön. Dankeschön. Noch mehr Kartoffeln, geil. Okay, andersrum wahrscheinlich. Okay. Pixplex hat. Oh ja. Anscheinend Smaragde. Weißt du, was das heißt? Er ist in einem Dorf. Nee. Nein, das nicht unbedingt. Das. Also entweder das. Entweder das oder er ist in Bergen. Weil Smaragde gibt es doch nur in Bergen. Ach, also, verdammt. Alter Genie. Okay. Gut, dass jetzt, ich so eine Genie wie dich habe hier. Wenn du die Map im Kopf hast, dann wissen wir ja, wo sie sein können. Und genau, wir sollten uns jetzt noch Feuerzeuge machen, damit wir die Gegner abfackeln können. Stimmt. Ich mach gerade mal zwei Stück. Besten Ideen hast du. Und wir könnten uns auch noch Lava-Eimer machen. Und Wassereimer brauchen wir unbedingt. Oh ja, falls die Lava-Eimer genau auspacken. Okay, was nehmen wir denn alles mit? Ich habe schon einen Wassereimer. Wenn du noch keinen hast, dann mach dir mal einen. Die Diapik lassen wir da, oder? Ja, würde ich sagen. Bräuchte vielleicht also ein Batzen Eisen? Alle wertvollen Sachen. Eisen, ich hatte noch 20 Stück. Bitte, danke. Ich nehme mir dann natürlich nochmal hier ein paar Spitzhacken mit. Okay, zwei Stück sollten das mal reichen. Okay, so jeder hat einen Eimer, ja, das ist eine Hope. Mit Wasser. Yep. Lava-Eimer brauchen wir keinen. Oder soll man auch? Ich habe ein Schwert. Soll man noch ein Lava-Eimer Feuerzeug, Wasser. Nee. Und Essen. Lava-Eimer wär cool, wenn du Lava hast. Hast du Lava? Ja, wir könnten schnell eine holen. Beim Obsidian ist ja wo. Ja, okay, dann. Mach ich nochmal einen Eimer, irgendwie, wenn es geht, zwei Stück. Zwei Wasser, zwei Lava-Eimer, wenn da noch zwei Ressourcen sind. Okay. Ja, das sind genug. Okay, vertrauen wir darauf, dass keiner hier die Base findet? Ja. Okay. Die kann man doch auch nicht finden, wenn da oben ein Ding drauf ist. Also, wenn das bis jetzt keiner gesehen hat, dann halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Okay, da hinten ist ein Creeper. Ist noch ein Hühnchen irgendwo. Bitte? Okay, dann pass auf. Oh shit. Ich würde jetzt fast schon TNT platzieren. Vor dem Creeper. Das wäre nicht gut. Es gibt die doppelte Sprengkraft. Hey! Alter. Der verschwindet einfach in einem Eck und im anderen Eck taucht wieder einer auf. Das wäre nicht gut. Nee. Nice. Noch eine Kiste, ja, hier haben wir noch eine Kiste. Moin, Creeper, komm her. Kiste. Mal das hier raus, nehme ich mal das da raus. Brave Creeper, nicht explodieren, bitte. Ich mal das da rein. Wie viel Leben hat denn der? Sticks. Junge! Ich glaube, der spinnt. Hallo, bin Marcel Davis. Dann reden wir auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern. Ich nehme mal noch ein paar Stacks Kabel mit. Okay. Was brauchen wir noch? Wo ist er jetzt hin? Der Burschi. Hä? Okay, also die sind auf jeden Fall in Bergen. Ach Junge. Jetzt haben sie schon wieder ins Markt gefunden. Oh Gott. Easy. Oh, Alter. Leute, wie knapp war der bitte davor zu explodieren? Ach Junge. Scheiße. Ich versuch den hier zu killen, aber der haut die ganze Zeit wieder ab. Bist jetzt wieder hin, du Bursch. Hallo. Oh Gott. Komm doch her. Okay, die Hacke brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Na komm doch her. Kleiner Feigling, du. Wow. Yes, endlich. Ich hab schon irgendwie ein bisschen Angst. Um wen? Dass ich es hier irgendwer findet. Achso. Ich mach grad mal einen Clean Stone. Und oh Gott, pack oh nochmal so eine hier Kiste. Was mach ich hier? Alter. Hin. Ich hab mich jetzt voll erschreckt, weil ich irgendwo so reingerannt bin, wo gerade noch ein Creeper rumgestanden ist. Also es kann sein, dass hier irgendwo nochmal so ein Ding rumläuft. Man wie gesagt, pass auf. Noch nicht. Okay, ich pass auf. Okay, einmal. So, dann baue ich hier mal frei, pack dann da mal die. Scheiße, ich nicht, oder? Zweimal. Pack dann da mal
Geht's da rein? Oh mein Gott. Skelett, wo bist du? Und pack dann da mal einen Cleanstone drauf. So, hier dicht, das ist saugefährlich eigentlich hier. Man läuft hier einfach runter und dann läuft da so ein laufender Creeper im Gang rum. Das kann ja sein, dass wenn du da um die Ecke läufst, dass da direkt um die Ecke ein Creeper steht und dich in die Luft springt, hey. Ja, das ist echt gefährlich. Wir brauchen noch einen Bogen. Stimmt. Ohne Bogen sind wir einfach nur komplett am Arsch. Wir haben halt nur 5 Pfeile Besitz. Ja, wir hätten noch ein paar Flint und ein paar Federn, also Pfeile könnten wir uns machen. Also ein paar auf jeden Fall, aber wir haben halt keine Strings, oder? Oh, geil, Lava-Eimer. Wie sieht es bei dir mit Essen aus? Ja, bräuchte ein bisschen was. Dann gebe ich dir mal hier die Kartoffeln. Und sonst in der Kiste liegt auch noch was hier, in der Essenskiste. Kannst du hier rausnehmen. Hier, guck mal, ich habe jetzt hier, wo ich stehe, auf dem Block. Eine Falle. Nein, da habe ich noch mal eine Kiste hingetan. Mit den Diamanten, der Dierspitzhacke und ein bisschen Eisen. Und dem Lapis, damit wir... Unter dem Block. Falls es hier irgendwer, findet, dass wir dann wenigstens das noch haben. Okay. Ich bin ein bisschen paranoid. Ich wüsste zwar nicht, wie man das hier finden soll, aber... Man weiß nie. Außer die begegnen uns jetzt gleich an der Oberfläche, aber... Okay, pass auf. Ich würde sagen, wir nehmen das Gold mit und wir nehmen... Wir machen uns schon mal Pfeile und versuchen dann irgendwie an der Oberfläche Strings zu kriegen, ne? Das ist Weil ein Plan. Bogen brauchen wir auf jeden Fall. Okay, wir haben jetzt... Boot brauchen wir? 25 Pfeile. Ah, genau, Boot. Habe ich mitgenommen. Eins, genau. Okay. Redstone. Ach nee, das Gold nehme ich mit, damit wir... Könnten schon mal Druckplatten machen. Das könnten wir machen. Genau, machen wir Druckplatten und sonst haben wir, glaube ich, alles, oder? Und dann gehen wir an die Oberfläche. Ich mache mal 2. Wo sind das ganze Holz? Ah ja, Holz können wir noch mitnehmen. Kann man nie genug haben. Oder? Okay, ich habe auch noch ganz viel Holz mit sonst. Okay, dann lass uns mal rausgehen. Dann lass mal erstmal gehen, ja. Damit wir ja in der Folge noch was anderes sehen als hier unsere Base. Ja. Okay, ich hab schon Angst. Ein bisschen Schiss. Oh. Es ist Nacht. Das ist aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Auch hier ist ein Hühnchen. Lass mal gucken, ob irgendwo ein Skelett ist. Damit wir... Ach nee, eine Spinne meine ich. Damit wir Strings kriegen. Hier sind einfach keine Mobs. Oh scheiße, jetzt haben wir hier Spunter lassen. Wenn wir jetzt weg wollen, dann bleiben die hier. Ach so, stimmt. Okay, lass uns trotzdem mal irgendwo schnell Spinnen suchen. Hey, ist doch aber Difficulty Normal, oder? Ja. Komisch. Weil hier ist einfach gar nichts. Weil wir zu nah noch dran waren wahrscheinlich. Aber hier ist auch nichts. Hey, wo bist du? Auf Sand. Ach so. Okay, weil... Stopp! What? Weil jetzt bist du, oder? Hm? Hä? Was denn? Was ist? Ich dachte schon, da fährt irgendwer mit dem Boot rum, weil ich habe dich gerade noch hier auf der Insel gesehen. Alter, das war schreck mich nicht so. Okay. Schreck du mich nicht so. Holy shit. Gut, mit dem Schreck am Ende beenden wir dann die Folge. Macht, was man so macht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.